Ja. Wir lassen uns da jetzt ganz einfach mal ein bisschen treiben. Genau. Das ist ganz interessant, der geöffnete Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes, Rai, ist der Sohn. So. Das ist der rote Kopf. Ja. Und das beim Asi heißt es in den Upanishaden, das bist du. Ist. Der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ist das Wertesystem sein eigenes Wertesystem, wenn man mal wertfrei beobachtet? Es ist natürlich unglaublich und macht immer wieder Probleme, weil man in die Vergessenheit geht. Und es macht Probleme. Jedes Wort, das ich spreche, Problema ist das Vorgelegte. Jeder Moment, der in dir auftaucht, du legst dir selbst was vor dich hin. Das haben wir ja wirklich in allen Variationen durchgespielt. Jetzt vor allem die letzten Selbstgespräche haben sich sehr konzentriert. Und man muss sich zuerst einmal bewusst losgelöst haben von dem unbewussten chronologischen Denken. Es ist vollkommen logisch, dass ich mir jetzt was in die Vergangenheit denken kann. Das Faktum besteht darin, dass ich durch mein Denken jetzt eine Information aufbaue und jeder Gedanke wird mit dem nächsten Gedanken zerstört und cut. Damit lasse ich es jetzt gut sein, weil das ist wirklich reichlich wiederholt worden. Was etwas wichtiger ist, ist dieses Dilemma, mit dem du ständig konfrontiert wirst. Und auch auf die Worte bin ich eingegangen, weil man jetzt da ins Lateinische noch geht. Dieses Konfront heißt, dass die Front, das, was du vor dir siehst, eigentlich deine Information ist, weil Kon heißt ja zusammen mit. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Konfrontation eine Dart. Jetzt hast du wieder deine Vorstellungen, was du dir ausdenkst, eigentlich sich im Meer hier und jetzt in dir selbst befinden muss, weil das deine Informationen sind. Das heißt, alles, was entfernt von dir erscheint, ist letztendlich deine Information. All das ist hundertprozentig sicher. Und wenn man es nicht wahrhaben will als Geist, wird man leiden. Und wenn man es nicht wahrhaben will als eine ausgedachte Person, kriegt man das gar nicht mit, weil Personenmasken existierende Dinge nicht mitbekommen, dass sie von irgendeinem Geist gedacht werden. Es ist wie mit den Figuren in einem Traum. Und das gilt sogar für den, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Aber wir gehen jetzt mal hier nochmal auf diese geistige Ebene, dass du, solange du in dieser Personifizierung deine Rolle spielst, du definitiv, ich sage immer, wie ein träumender Geist bist und er kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Wichtig dabei ist zu erkennen, dass ich sage, du bist dann ein träumender Geist, dass dieser träumende Geist jetzt was Ausgedachtes ist. Das habe ich tausendmal durchgespielt und du hast das Dilemma, dass du Entscheidungen treffen musst, aber jede Entscheidung, die du triffst, hebt die Scheidung eigentlich nicht auf. Das ist ganz wichtig, wenn du in der Mitte bist. Diese Mitte habe ich im letzten Selbstgespräch sehr genau erklärt und ich kann nur anraten. Du kannst es das glauben oder nicht, wenn du das nicht mindestens zwei, dreimal sehr, sehr gewissenhaft anhörst, dieses letzte Selbstgespräch, das gilt eigentlich für jedes Selbstgespräch, hast du keine Chance, diese ganz einfachen Aussagen als die einzige Wirklichkeit zu erkennen. Es ist ein Akt von Vertrauen und wenn ich sage, vertrau mir, dann heißt es eigentlich nicht irgendeinen ausgedachten Menschen sollst du vertrauen, auch keinen ausgedachten Gott, du sollst überhaupt nichts ausgedachten vertrauen, sondern vertrau diesen Gesamtzusammenhang der Worte, den ich dir erkläre, diese Heiligkeit, die sich hier darstellt. Und was das Wesentliche ist, das Ziel sollte niemals sein, dass du von einer Seite in die andere Seite wechselst. Das erkläre ich im letzten Selbstgespräch. Von gesund, Entschuldigung, von krank in gesund, von arm in reich, von unglücklich in glücklich. Dein Ziel sollte die Mitte sein zwischen diesen zwei Seiten. Es ist permanent ein Kampf, die Seiten zu wechseln, eine Einseitigkeit mit der nächsten Einseitigkeit auszutauschen. Religiöse Menschen wollen aus der Hölle raus und wollen in den Himmel. Das ist die große Schwierigkeit. Die Mitte, das Heilige, will keiner erreichen. Was natürlich ganz interessant ist, wenn ich dieses Erreichen jetzt einfach mal in Worten anschaue, dann beginne ich schon mal mit er, das ist die dritte Person. Die dritte Person ist keine Person und die erste Person ist auch keine Person. Solange ich Person als Maske setze. Aber wir haben natürlich da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das Dilemma besteht, dass du jetzt, solange du deine Rolle spielst, ständig Entscheidungen treffen musst, die du nur einseitig als unvollkommen entscheiden kannst. Solange du dich in dieser Zwangspersonifizierung befindest. Das heißt, solange du
hundertprozentig sicher dich wähnst, da steckt das Wort Wahn mit drin, dass du dieser Körper bist, der ja nur dann existiert, wenn du an den Körper denkst, wirst du innerhalb dieser Personifizierung Entscheidungen treffen müssen, zum Beispiel mache ich jetzt das oder mache ich es nicht. Und das ist eine Einseitigkeit. Und es ist eigentlich vollkommen, und jetzt, das ist jetzt das Wesentliche, was du dir merken musst. Es ist für mich als dein Prüfer, ich sag mal, der Lehrer, der Fahrschullehrer, du bist ja in einer Führerscheinprüfungsbogen wollt, ist es vollkommen gleichgültig, was du magst. Jetzt muss ich noch dazu schieben, dass ich behaupte, dass ich du bin. Also ich bin jetzt der, der sich selbst ausdenkt. Kannst du das von dir auch behaupten? An was denke ich, wenn ich an mich denke? Dann denke ich an einen Trockennasenaffenkörper. Bin ich jetzt der, der sich den Trockennasenaffenkörper ausdenkt, oder bin ich dieser Körper, der in dem Moment entsteht, wenn ich an ihn denke? Existiert der Körper eigentlich auch, wenn ich nicht an ihn denke? Die Frage beantwortet sich von selbst. Ja. Jetzt ist natürlich nochmal wichtig, dass man einen Doppelschritt machen muss, dass sobald ich nämlich, und jetzt schiebe ich nochmal ein, was ich immer sage, tausende Male wirst du das in Selbstgesprächen finden, mit Videoaufnahme, wo ich sage, ich denke an mich. Aber beides, der, der an sich selbst denkt, ist beides, was ausgedacht ist. Und wer denkt sich dann den aus, der an sich selbst denkt? Das ist der Weg, den du verstehen musst. Der ist ganz einfach, der hat nichts mit Intellekt zu tun. Das heißt, ich erschaffe mich selbst als der, der ich jetzt eben zu sein glaube, der ich dann auch bin, weil ich ja das denke, dass ich das bin. Aber wo ist der Unterschied, wenn ich jetzt andere denke? Es sind einfach nur andere Gedanken, das sind genauso meine Gedanken, meine Informationen. Genau. Jetzt wirst du feststellen, dass eben du erkennst, und das ist ganz wichtig, dass du selbst etwas bist, das nicht gedacht werden kann. Darum ist es auch vollkommen gleichgültig, wenn du jetzt in deiner Personifizierung, in deiner Rolle eine Entscheidung treffen musst, für was du dich entscheidest, für den Prüfer, ist nur entscheidend, warum. Und du bist der Prüfer von dir selbst, das ist jetzt die große Eigenart, weil in der innersten Ebene fällt ja alles in einem Punkt zusammen. Das verbindende Parameter für alles, was von dir gedacht wird, bist du selbst. Ja. Wenn man sich das einmal wirklich bewusst macht, und das kann sich nur Bewusstsein bewusst machen, solange du glaubst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun, es sind doch deine Gedanken. Mhm. Und ich sage jetzt, die Gedanken ziehen das Ganze schon rein in eine reine imaginäre Gedankenwelt. Du musst jetzt bloß erkennen, das ist hundertprozentig sicher, dass auch jede sinnlich wahrgenommene Information genauso eine Information ist und sein muss, dass du es wahrnehmen kannst. Es muss unter dem Baum mit dir verbunden sein, der sich seine Informationen anschaut, und das, was er anschaut, ist letztendlich, spielt sich in diesen roten Kopf ab. Ich sage immer in den roten Kopf, weil der blaue Kopf ist schon wieder was Ausgedachtes. Mhm. Und darum ist es gleichgültig, was du magst. Wichtig ist es, du sollst dir bewusst machen, warum du das magst, und du wirst dann sofort erkennen, weil du ständig mit irgendwas nicht einverstanden bist und weil du ständig Einseitigkeiten anstrebst. Das heißt, dein Seelenheil in einer Unvollkommenheit suchst. Ja. Nur deine Logik zwingt dir das auf, dass du meinst, der beste Zustand ist gesund sein. Und krank wollen wir nichts damit zu tun haben. Das ist wie ein Bauer, der jetzt sagt, ich will, dass nur die Sonne scheint, hoffentlich regnet es nicht, ich will mit dem Regen nichts zu tun haben. Jetzt hast du aber im Hintergrund ein Konstruktprogramm, das erfordert, dass Lebendigkeit nur möglich ist in dem ständigen Wechsel. Dazu gehört auch die Vernichtung. Ja. Nenn es ganz einfach der Krieg. Wenn die Neandertaler nicht vernichtet waren, wäre es nie den Homo sapiens gegeben. Wenn der Säugling nicht vernichtet wird, gibt es kein Schulkind. Und wenn das Schulkind nicht vernichtet wird, gibt es keinen Erwachsenen. Und wenn dieser erwachsene Affe nicht am Ende vernichtet wird, dieses Spiel endet nicht mit der Auflösung deines Körpers. Ich kann immer wieder darauf hinweisen, dein Körper löst sich schon auf, wenn du ihn nicht mehr denkst. Nicht morgen und nicht übermorgen, sondern immer jetzt, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Und er entsteht auch immer wieder jetzt, weil du wiederholst. Das ist der Hamster im Laufrad. Und das chronologische Denken ist extrem trügerisch. Mhm. Wenn man sich einmal wirklich davon löst, von Einseitigkeit,
dieses ständige, du bist immer die Mitte. Da wirst du diese einfachen Sätze finden, wo ich, und das ist nur ein Akt der Bewusstwerdung, hat nichts, und ich betone das immer wieder, nicht das Geringste mit intellektuellem Wissen zu tun. Wobei natürlich das intellektuelle Wissen und das bewusste Wissen, intellektuelles Wissen ist das, was ein Computer hat, das sind Daten und das sind logische Verknüpfungssysteme. Aber dieses Programm als Ding an sich kriegt nicht mit, was es macht. Ich sage immer wieder, ich kann mir jetzt zwei Computer ausdenken, die Daten austauschen, weil sie kompatibel sind. Mir überspringt eine Datei von den einen Computer auf die andere Datei. Du musst wissen, diese ausgedachten Computer kriegen nicht im geringsten das mit, was sie machen. Also all diese ganzen Schwätzer, die dir was von künstlichen Intelligenzen und Computerbewusstsein und Computer, wenn noch besser denken und noch mehr denken können wie der Mensch, sprich wie der Geist, sind geistlose Affen, die nachäffen. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Wie viel tausendmal erkläre ich, was ist der Unterschied zwischen einem von dir ausgedachten Trockennasen auf dem Körper und von einem Computer? Das, was du beim einen Gehäuse nennst, nennst du beim anderen Körper, was du beim einen Gehirn nennst, nennst du beim anderen Computerchip, und was du hier jetzt Daten und Programme nennst, nennst du beim anderen Intellekt. Mhm. Es sind nur andere Worte für ein und dasselbe Phänomen. Wir benennen das anders. Ob ich jetzt das Kiste oder Kasten nenne, Gefäß nenne. Das ist, du merkst schon wieder die Vielfalt der Worte. Wenn man auf die Wortebene geht, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Mhm. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Und diese Worte, ich erzähle dir, was ist eine Zahnebene, und ich habe das schon erklärt mit dem Morsecode, dass du bekennst, dass dein ganzer Intellekt eigentlich nichts anderes ist wie ein Computer. Das ist, es reduziert sich auf ganz einfache Grundeinheiten. Ja. Man muss keine Angst haben, schon gar nicht Angst haben, dass man was verliert. Das ist immer so eine Sache, du denkst dir was aus, du stellst was vor dich hin, was gar nicht da außen ist, und wenn du es nochmal denkst, kriegst du es wieder zurück, dann fällt es wieder in die Einheit. Diese Metapher ist natürlich schon verkehrt, weil im letzten Selbstgespräch ich so schön darauf hingewiesen habe, dass du genau genommen gar nichts rausnimmst. Das ist meine Metapher, außer Arbeitsspeicher, hol mir was auf dem Bildschirm. Aber das ist immer, das sind, sagst du mal, dass du in deinem gewohnten Denken das nachvollziehen kannst, und dann habe ich so schön erklärt, nein, du fokussierst dich eigentlich in eine Struktur hinein. Und dann wirst du merken, umso mehr du dich in diese Strukturen hineinfokussierst, ein winziges kleines Puzzlestück anschaust, das ist jetzt wieder wie mit der Tastatur. Mhm. Die Tastatur ist jetzt ein Puzzlestück von dem Zimmer, in dem du dich befindest, zu befinden glaubst. All das, was du denkst, ist immer in dir drin. Du musst erst einmal alles um 180 Grad drehen. Ja. Egal, wo du dir was hindenkst. Und jetzt sei ganz ehrlich, schau in dich rein, ob du es wirklich installiert hast, ob das jeden Moment der tiefe innere Glaube ist. In unserem letzten Selbstgespräch war das Thema der Wechsel des Glaubens. Ja. Und dann kommt irgendwann einmal, dass ich es rumdrehe, dass das ganze Vertrauen war aufgebaut. Zuerst einmal, ich sage bei der Naturwissenschaft, das ist ja das Dogma, diese Naturwissenschaft arbeitet nur mit überprüfbaren Fakten, und Religion ist ja, das ist, zwingt dich ja zu glauben. Das sind Hirngespinste. Religion kann man ja nicht beweisen, aber die Naturwissenschaft kann man beweisen. Das ist so unendlich lächerlich. Zeig mir, dass Wasser wirklich aus Wassermolekülen besteht. Mhm. Beweise es mir. Zeig mir Licht. Da beginnt das erste große Problem, das blaue Licht, das ausgedachte Licht. Ist ja auch bloß was Ausgedachtes. Mhm. Schon der Wind, wenn ich sage, zeig mir Wind. Glaub es mir, du wirst verlieren. Wenn du hier eine Wette mit mir machst, du verlierst, weil ich von hundertprozentig sicheren, überprüfbaren, auch empirisch überprüfbaren Fakten spreche, und alles, was ich empirisch nicht überprüfen kann, im materiellen Sinne jetzt, ist zwangsläufig ein logisches Konstrukt. Das kann man auch nicht entdecken. Ja. Das heißt, jeder Schwätzer, der dir was von Dachionen und Photonen und elektromagnetische Zahlen, Strahlen erzählt, selbst dann, wer hat es entdeckt? Wie willst du das entdecken? Das ist eine ganz einfache Erkenntnis. Das ist diese Autoritätshörigkeit, in der du lebst. Und dann ist es gleichzeitig, ob du irgendeinem Pfarrer sein geistlos nachgeäfftes Bibelgeschwätz, was so wie es rezitiert wird, die Betonung liegt wieder auf dir, Rezitierchen nenne ich das. Mhm. Man kann auch sagen nachäffen. Warum sind das auch Affen? Bei eigener Definition. Ich sage, nein, du bist kein Affe. Du bist Geist von meinem Geist. Wer ich bin, schau einfach. Ich behaupte jetzt erst einmal, die Ionenbadungen beginnen mit Ich bin du. Jetzt haben wir natürlich dann noch viele andere christliche Ionenbadungen. Denkst du dir wieder Leute an, Lobber zum Beispiel oder die Batatute?
Und da schauen wir uns jetzt immer wieder mal so Kleinigkeiten an. Das sind natürlich Wiederholungen, die ich jetzt zwangsläufig mache. Inwieweit du mit Holofeeling dich beschäftigt hast. Und du kannst dich immer wieder bloß jetzt beschäftigen. Wenn ich sage, seit 30, es gibt welche, die machen das seit über 20 Jahren. Das sind Worte, was du jetzt hörst, sind Worte, und du denkst dir einfach wieder Menschen aus. Ja. Das ist gleichgültig, was jetzt ist. Wir sagen jetzt mal, du hast das Ritterprogramm, das ist der dunkle Gnome auf der einen Seite, auf dem Witzelmännchen, also einer dieser zwei weiblichen Gnome, die du dir jetzt ausdenkst. Und wenn jetzt dein Jo, dein Martin von der Arbeit heimkommt, ich zitiere jetzt unsere Diana, das sind jetzt nur Namen, und du wirst feststellen, du denkst automatisch ganz abstrakt an irgendwelche Menschen, ob du die kennst oder nicht, ist vollkommen gleichgültig. Sobald ein Geräusch in dir auftaucht, das mit deiner Logik ein Name ist, Karl, Hans, Friedrich, genau, dann denkst du an einen Trockennasen auf. Den musst du gar nicht kennen. Es kann aber auch sein, kennen. Das kann aber auch durchaus sein, dass du sofort bei einem gewissen Namen an einen ganz bestimmten Trockennasenaffen denkst. Du kannst beobachten, wie das in dir funktioniert, und dann wirst du merken, dass du wirklich nur ein Mechanimus bist. Ein reiner Mechanimus. Jetzt kommt es natürlich mit dem Deutsch-Ivri, mit der Vordersprache. Ich schaue uns jetzt heute diese paar Einträge in dem Chat an. Das ist jetzt, ich betone auch immer wieder, geht es jetzt nicht darum, ob du in den Chat bist oder nicht in den Chat bist. Das ist gleichgültig. Was in dir auftaucht, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der wichtigste, den es überhaupt gibt, weil der maßgeschneidert ist, dass du lernen kannst. Ja. Und beobachte dich. Und wenn du Entscheidungen treffen musst, es geht nicht darum, was du magst. Ich sage, entweder magst du was richtig oder du magst es verkehrt. Genau genommen heißt es, entweder wenn du es richtig machst, bist du in der Endlosschleife, das wiederholt sich. Und wenn du jetzt was verkehrt machst, dann lernst du eine Kehrseite kennen, was Verkehrtes kennen. Und du brauchst diese zwei Seiten, um dich als die Mitte zu erkennen. Genau so ist es. Es geht um die Mitte. Nicht wechseln. Das vorhergehende Selbstgespräch anhören. Immer wieder anhören, bis ein Heureka in dir auftaucht. Dass du irgendwann mal sagst, es stimmt eigentlich, was der Lautsprecher jetzt behauptet. Wobei der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, wie ich immer ganz präzise sage, das gar nicht mitkriegt. Wer ich dann wirklich bin mit der Sprache, dass ich behaupte, dass ich der Geist bin, der die Matrix erschaffen hat. Und wir hören uns jetzt mal ein paar Patatudi-Ohrenbohrungen kurz an. Das sind so heilige, da müssen wir uns jetzt wieder eine Frau denken, die hier Inspirationen hat aus sich selber, aus dem Geist. Und da bauen wir jetzt mal in dem Gesamtkonzept auf, wo ich immer wieder sage, ich gebe genügend Beweise. Zuerst, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte. Und das bezieht sich jetzt nicht auf irgendeinen ausgedachten Udo. Das ist, Namen sind wirklich austauschbar. Du stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Du bist viel mächtiger wie irgendein Gedanke von dir. Außer du denkst dir irgendjemanden oder etwas, was du sagst, das ist so unheimlich mächtig, dann muss dir wirklich klar sein, es ist hundertprozentig sicher, dann dass in dem Moment Mom auf Hebräisch heißt Fehler, weil du dir das ja ausdenkst, scheint es dann in dir zu fehlen, außer dir ist bewusst, dass das jetzt eine hier und jetzt in dir, von dir selbst aufgebaute Information ist. Betonung liegt auf Information, das ist nie da außen. Der Gott im Himmel da oben, den du dir jetzt denkst, der ist deine Information. Und wenn du sagst, der ist übermächtig, dann ist das für dich so. Dann ist es aber bloß, weil du dir das denkst, ein Schritt weiter, der existiert auch bloß deshalb, weil du ihn denkst. Mhm. Was ist er, wenn du ihn nicht mehr denkst? Nicht gedacht. Und das Verrückte ist, dass das Einzige, was sich in dem Spiel nicht verändert, ist, bist du selbst. Rot gelesen. Ja. Du bist derjenige, der den ständigen Wechsel seiner eigenen Informationen erlebt, und in Existenz befindet sich nur das, was du denkst. Aber da wird jede Existenz wird durch den nächsten Gedanken, durch die nächste Existenz wieder zerstört. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden, wenn du Geist bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, auch das ist auf hunderten Selbstgesprächen drauf. Und wenn du jetzt in dich reinschaust, sei ganz selbst ehrlich, du vergisst es immer wieder. Jegliche Form von Angst und Leid, dass du volle Breitseite zu erleben bekommst. Die Ursache dafür ist, dass du das vergisst, was ich dir sage. So, und jetzt schalten wir da mal um. Ton müsste da sein. Ja. Da habe ich jetzt zum Beispiel
Auch interessant, ist ganz aktuell wieder das Corona, das wir uns jetzt ausdenken. Wir erleben durch Corona-Impfung einen medizinischen Zusammenbruch. Beruch heißt im Geist. Wir sind zusammen im Geist. Das ist schon wieder was, wie definierst du das Wort? Zusammen im Geist, Beruch. Das ist übrigens ein Franke. Frank. Worum es mir geht, wenn du dir das hersuchst, das ist ja jetzt Bild-TV, Bild, ist das gut? Guter Journalismus, schlechter Journalismus? Es wird hier nur das angesprochen, was eigentlich ist, dass da so geschludert und so ein Machtkartell dahinter ist. Es ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, den du zu erkennen hast. Und sofort haben wir unsere seriöse Presse, die hier natürlich sofort erst einmal sagt, die aktuellen Sachen findest du beim Gesundheitsministerium. Also wenn du noch nicht mitbekommen hast, dass das so extrem, deine seriöse Presse so extrem einseitig ist und die Masse äfft ihm dieses Zeug alles nach. Das ist jetzt rein zufällig offen gewesen. Ist interessant, sich das anzuhören, aber was wir jetzt machen, ich will ganz kurz einmal hier rein in den Chat und dann schauen wir die letzten Einträge an. Das ist ja spaßig. Das ist ja hier vom vorhergehenden Selbstgespräch. Und da haben wir jetzt so eine Patatute, die 4325, die 43 wissen wir ganz einfach mal, ist MG, Mem Gimmel, Macht ist der Magier. Magier. Die Bedeutung der Stimme des Geistes am Ziel. Wenn man jetzt dieses Video anhört und wir hören uns ganz kurz einmal rein. Was hier dabei entscheidend ist, ist die 25. Mhm. Die 25 ist ja eine sehr eigenartige Zahl, weil wir wissen ja, wir haben hier zum Beispiel den Pythagoras, 3 Quadrat mal 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Die 25. Und die 25 ist dann plus 5 minus 5. Das ist die Wurzel 5. Und du kannst bei der 25 kannst du auch ganz abstrakt lesen, das sind 2 Fünfen. Ein positive und eine negative 5. Da ist alles im Hintergrund, läuft eine riesen Arithmetik hin. Auch diese Zahlen, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Hör einfach auf die einfache Worte. Bedeutung der Stimmung des Geistes. Aber 4325. Empfangen durch Bertha Dudder am 6. und 7.6.1948. Bedeutung der Stimme des Geistes. Nahe am Ziel. Ihr vernehmet die Stimme des Geistes. Wisset ihr, was das bedeutet? Dass ihr der Erdenschwere entrückt seid, so ihr mein Wort in Empfang nehmet, sei es direkt oder durch Mittler, dass ihr euch im Kontakt befindet mit der geistigen Welt, die außerhalb jeglicher Materie ist? Wisset ihr, dass ihr schon nahe am Ziel seid, dass ihr schon fast die Materie überwunden habt, so mein Wort in euer Herz dringt und nicht nur am Ohr vorübergeht? Das ist eigentlich hier die Materie. Was ist eigentlich Materie, wenn Materie definitiv nur dann entsteht, in dem Moment, wo du in irgendeiner Form die Materie ausdenkst? Das heißt, deine sinnlich wahrgenommene Information ist schlichtweg etwas, was du auf deiner VR-Brille verwirklichst. Ich bleibe einfach mal so, du stellst dir vor, du hast eine VR-Brille auf, dann ist das, was du als Materie in einer gewissen Entfernung vor dir siehst, sind eigentlich nur ein Pixel-Arrangement in den Zäpfchen deiner jetzt ausgedachten symbolischen Augen. Mhm. Es ist, der erste Grund ist schlichtweg und einfach erstes und zweites Gebot halten. Mach dir kein Bild von dir selbst, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst und mach dir kein Bild, was irgendwer da droben. Tausendfach habe ich das erzählt. Materie ist, wenn du sie wahrnimmst, zuerst einmal deine Information. Wäre es nicht deine Information, würdest du sie nicht wahrnehmen. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Darum kann man das gleich einmal wegmachen. Das ist, wenn man diese einfachen Sätze, diese Erkenntnisse macht. Die geistige Welt ist schlichtweg und einfach eine geistige Welt. Und WELD, wissen wir, heißt ein aufgespanntes Brandopfer, ein polarer Rand, und den musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, dass du einen neuen Gedanken kriegst. Das ist ein ganz, ganz einfaches Deutsch. Und jetzt haben wir hier, das ist übrigens auch ein Update, kurze Erklärung von Jupiter, da haben wir dieses UB in der Mitte, dann haben wir das JCH und das ICH. Das Ganze spitzt sich dann in einer Spiegelwahrnehmung ab. Das ist eine Spiegelung. Wenn ich sage, der UB ist der Rai, der Kopf des Schöpfergottes, dann hast du eine vor dem Spiegel, ein Hindern und vor dem Spiegel. Ein Form
Vorm Spiegel ist die Form, das ist das, was du dir jetzt in den Raum hineindenkst. Ja. Das H in dann hinterm Spiegel ist eigentlich das Programm, das das vorm Spiegel sich ausdenkt, aber in der Mitte, genau wie in der Mitte, ist dieses verbundene Wissen von diesen Spiegelungen und das ist UB. Und das ist die Trinität, die du in allen heiligen Schriften deiner Welt findest. Jetzt haben wir den Magier, die 43, hat unsere Hanni reingeschrieben, das ist jetzt wieder eine Figur, die wir uns ausdenken. Das ist der Magier und jetzt schreibe ich genau aufgepasst, der Startpunkt des nächsten Videos ist 37 Sekunden. Und jetzt schauen wir nur einige der 37 Werte an. Ich habe die mal rausgestellt. Und es nützt nichts, wenn man hier so schnell reingeht. Das ist erst einmal das hebräische Wort für Kraft, Macht und Stärke hat den Totalwert 37. Ganz interessant ist, das ist eigentlich schon das All, beziehungsweise El des Gott, bloß dass der sich aufspannt. Das ist eine Spannung. Denk einfach an das Ohmsche Gesetz. Zwischen den Schöpfer und dem Licht spannt sich was auf. Das heißt, der Schöpfer stellt ein Licht vor sich hin. Und der, der das kann, der sich jetzt zum Beispiel eine Sonne ausdenken kann, wo war jetzt die ganze Zeit die Sonne? Die Sonne ist letztendlich etwas, was du dir jetzt ausdenkst. Mhm. Du kannst es eventuell auf die April holen, vorausgesetzt, du glaubst es jetzt im Moment nicht, dass du auf der dunklen Hälfte einer Erdkugel bist. Die Sonne, wenn du denkst, ist die prinzipiell hier und jetzt in deinem Kopf. Gleichgültig, ob du die jetzt auf die Verabrede holen kannst oder nicht, aber das bestimmt wieder letztendlich die Uhrzeit und das Datum, das du dir jetzt selber einredest, dass du sagst, jetzt ist es Nacht. Also ist keine Sonne da, aber in dem Moment, wo du sagst, ist keine Sonne da, ist sie doch trotzdem da, weil du denkst sie doch. Ich weise jetzt auch nochmal darauf hin, dass sie im Engelischen, und ich betone dann beim Engelischen immer den Engel, und Ischen heißt schlafen auf Hebräisch und etwas, was sich hinträumen. Das heißt, dass die Engel, die noch schlafen, unbewusst schlafen, wissen nicht, dass sie jetzt träumen. Und jetzt haben wir natürlich auch im Englischen das Wort Sun, kann ich O und U austauschen, wird aber gleich ausgesprochen als einmal der Sohn und die Sonne. Das führe ich zum Helium in der Chemie. Dasselbe haben wir übrigens auch mit Lamm, Lamp. Da haben wir einmal das Lamm und da tauschen wir nur hin das B aus und dann wird einmal aus dem Lamm Gottes, das ja der Sohn ist, symbolisch, wird dann eine Lampe, das Lamm. Das sind keine Zufälle. Und wichtig ist jetzt diese 37, diese Macht, dass du dich selbst aufspannen kannst in dir, hat einen Pyramidenwert 45, den erkläre ich jetzt nicht genau. Wichtig ist, am Anfang von allem steht IUBs Wort, W-Ort, rot gelesen. Das rote W ist diese absolute Verbindung zwischen Plus und Minus. Plus und Minus ist eigentlich nichts. Das heißt, ich bin im Gegensatz zu den von mir wahrgenommenen Informationen immer da. Du bist immer derselbe Geist. Ich bin der bewusste Anfang und das bewusste Ende von allen von mir ausgedachten Erscheinungen. Das kommt aus mir. Denk jetzt an ein grünes Mastmännchen oder an einen Osterhasen und in dem Moment, wo ich es nicht mehr denke, fällt es wieder in mich rein. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Jedes Kind kann das sofort auf der Stelle überprüfen, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Die wiederum de facto immer nur hier und jetzt in meinem Individualbewusstsein als meine eigenen von mir mehr oder weniger bewusst selbst ausgedachten Informationen nur flackernd, weil die Radix NUR im Hebräischen ist eine Kerze, ist ein flackerndes Licht, das steht Existenz an einer aufgespannten Berechnung. Dieses Blaulesen ist wichtig. Und diese Kraft Blau ist die Schöpfung von aufgespanntem Licht. Und dieses von dir ausgedachte Licht beleuchtet angeblich die Welt schon, bevor es dich gegeben hat und bevor du an das gedacht hast. Aber in Wirklichkeit ist es, ich sage immer, die Lampe im Projektor ist dieser Schöpfer, ist im Geist verbunden, das geistige Licht. Egal welchen Traum du jetzt träumst, wer du zu sein glaubst, ist auch egal welches Video mir mit einem Video Beamer, Be heißt in mir und mehr, ein Beamer, ein Video Beamer heißt in mir, ist dieses Meer, das im Meer da ist. Das ist die erste 37. Jetzt schauen wir uns die zweite 37 an. Da gibt es natürlich wesentlich mehr, das ist die Größe. Auf das Ross bin ich im letzten Selbstgespräch schon eingegangen. Dieses Sus im Hebräischen, was übrigens im Lateinischen dann Schwein heißt. Darum sagen wir, Jesus ist ein Pferdeschwein. Jetzt wenn du natürlich bei dem Schwein an irgendwas, ein Glücksschwein, wenn du an was Negatives denkst, hast du natürlich schon wieder ein großes Problem, weil Schwa heißt nichts und Ain heißt nicht existieren. Ein Nichts, das nicht existiert. Das ist alles. Kann man auch das unendlich Große nennen, ist alles und ist trotzdem nichts. Das ist unser Allah gespiegelt.
Das hat auch im Wert 37, darum habe ich hier noch ein Geros, ein geistiges Sus, ein Jesus-Geist. Dritter Buchstabe ist gleich Gott. Die Synthese. Das Bewusstsein ist nicht existierend. Da schauen wir auch einmal, das ist das hebräische Wort Gedul. Und ich sage jetzt ganz interessant, das heißt, das einmal auf Hebräisch heranwachsen und groß Geros ziehen. Da steckt die Idee schon mit drin. Wir haben gerade gesagt, das Ziel. Das heißt, die Geburt Gottes in El, in Gott selber, in dem Nichts, bietet sich Gott selbst als ein Teufel. Das ist immer eine Eheexistenz, erst einmal zwischen Gott und Gott. Die Ehe besteht zuerst einmal zwischen dem vor dem Bücherregal, der noch nicht träumt, ein träumender Geist, der nicht träumt, ist ein absolutes Nichts. Und dann der Geist, der zum Träumen anfängt, der zum Lesen eines Lebens, sein Lebensbuch, sein Programm abspielt. Das ist das JCH und das ICH in den Jupiter. J-U-B-I. Der UB ist der Heilige Geist, der sich jetzt dem JCH und dem ICH aufspaltet. Und ich bin doch der, der sich selbst aufdenkt, der sich selbst erschafft. Jetzt rede mal, lese mal dein Vers 26, 27, wo El Hayom Gott das mehr sagt, dass er in seinem Ebenbild, in der Nulllinie, in der Wasserspiegellinie jetzt hier dieses Kind, dieses Gleichnis, diesen Adam erschafft. Ich habe alles bestens für dich eingerichtet. An deiner kindlichen Neugier, diese Worte verstehen, zeigt sich mir deine geistige Reife. Nicht wie gut du sie durchschaut, zu haben, glaubst für mich, ob ihr Ausschlag geben, sondern deine Liebe und Geduld, alles vollkommene Durchschauen zu mögen. Du Gottes Kindleid reifst zur Zeit, zu heißt zur Formwerden. Zeit ist zur Formwerden, wobei die Zeit, eine augenblickliche Erscheinung, ist da. Das ist ein ganz simples Prinzip hinter sich ständig verändernden Menschenpersona. Das ist wie die Projektionsmaske von unserem Video. Zur vollkommenen Liebe heran. Du musst hier mehr oder weniger heranreifen. Die Traumwelt, in der du Geistesfunk dich zurzeit wähnst, ist deine persönliche Matrix. Matrix, lateinisch heißt Gebärmutter. Mhm. Gebärmutter, das ist genau. Diese Gebärmutter, der Geber ist eigentlich, blau gelesen, ist eigentlich der Gabriel, das ist der Befruchter, der Geist, der sich selbst befruchtet. Selbstbefruchtung. Machen wir mal das nächste 37. Das heißt, ja, Gott und der Gott. Das bedeutet und Gott. El heißt auch und nichts. Ein in allem verbundener Gott und dessen aufgespanntes schöpferisches Licht. Das ist immer dieses Lesen, das Waff, blau, aufgespannt, Schöpfung ist Licht. Das ist das Licht, das sich angeblich verbreitet. Das Licht ist durch Raum und Zeit alt, obwohl in Physikbüchern drin ist, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt nichts mehr, weil in einem Punkt zusammenfällt. Das ist dann das rote Licht. Das ist verbunden, vereinigt, das schöpferische Licht. Das ist die Lampe im Projektor, die sich nicht nach außen verstreut, sondern in sich selber sich zerdenkt in viele Facetten, die aber immer an derselben Stelle sind, nämlich hier und jetzt. Ja. Darum heißt es, das Wort rot gelesen steht ja bekanntlich für UB 86 El Hayom. Und das Wort Gott symbolisiert alle möglichen Gedankenwellen in einer heiligen Einheit. Mhm. Diese eine heilige Einheit ist die Mitte zwischen Wellenberg und Wellendal. Es ist die Mitte zwischen hell und dunkel. Zwischen gesund und krank. Zwischen gut und böse. Das ist das Heilige in der Mitte. Und das Gut und Böse ist nur plus minus. Plus 5, minus 5 ist nichts. Plus 30, minus 30 ist nichts. Das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, in diese Kleinigkeit in der Arithmetik, der größte Fehler der sogenannten Mathematiker, die geistlos nachhelfen, ist, dass in jedem Eltern Arithmetikbuch, Arithmus in der Zahlenkunde, Mathematik wissen wir ja, ist ja nur das Geländewissen von geistlosen Affen, die nachhelfen, von Dummköpfen. Dass hier diese Mitte, dass jeder Wurzelbegriff, sobald in einer Formel eine Wurzel auftaucht, und ich mache das nochmal, das wäre jetzt in der Physik ein Thema für sich selber, es wird jetzt nur wirklich Sinn machen, in dem Moment, wo wir hier definitiv Grundlagenphysik, dass du jetzt Physik studiert hättest, zumindest hier, ich sage mal, Abiturwissen von Physik hast. Und zwar nicht nur, dass du das hinschreibst, dass du dein Abitur bestehst,
sondern dass du es wirklich verstanden hast. Diese Planck-Einheiten, bau die ganzen, diese Naturkonstanten, das hat mit Naturkonstanten im klassischen Sinn, im göttlichen Sinn nichts zu tun. Da gibt es die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit, das Work-Quantum, die Boltzmann-Konstante und Coulomb-Konstante. Musst du jetzt nicht verstehen, du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Die Planck-Einheiten ausgedrückt haben diese Naturkonstanten oder bestimmte konventionelle Vielfache dieser daher allesamt in Zahlenwert 1. Was dir das auch immer sagen soll. Und wenn wir uns das jetzt anschauen in der Definition, da habe ich darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Planck-Länge steht unter einer Wurzel. Es ist vollkommen gleichgültig, was du hier für Zahlenwerte einsetzt. Es gibt zwei Ergebnisse, nämlich Plus und Minus. Plus 5, Minus 5. Und Plus 5, Minus 5, beide Ergebnisse, Wellenberg und Wellendahl gleichzeitig, ist nichts. Das heißt, es bleibt immer nichts. Die Masse ist dieselbe in Grün. Wobei man das uns jetzt auch nochmal genauer, das G steht ja schon nochmal immer, ich sage immer, denke immer bei G an Geist, das da mal, an Kimmel. Das ist die Einstein-Formel. Das ist auch nichts. Die einzige Ausnahme, die man mal unabhängig dort 10 hoch minus 35, diese 10 hoch minus 44, 10 hoch 32, es sind so unvorstellbar große Zahlen. Das ist eine Zahl mit 32 Nullen. Im Positiven und eine mit 44 Nullen nach dem Komma. Es sind Wahnsinnige, die das nachäffen und eine bildliche Vorstellung sich machen und sich hundertprozentig sicher in dem Wahn wähnen, dass diese Autoritäten, die sie nachäffen, dass das entdeckt wurde. Es muss einem einfallen und alles, was einem träumenden Geist einfällt, kommt nicht von außen, sondern von mir. Aber es hat einen symbolischen Sinn. Die einzige Ausnahme ist jetzt die Planck-Temperatur, aber da wirst du feststellen, wenn wir uns das genauer anschauen, ist dann hier wieder ein Unterwert, der hier drin steckt, der dann doch wieder Wurzel hat und sich das dann trotzdem aufhebt. Und was mir jetzt wichtig ist, dass wir hier einen kleinen, eine Aussagemöglichkeit, wir haben jetzt nur Worte vor uns, das ist immer wieder dasselbe, alle Worte, die du jetzt vor dir auf dem Monitor hast, was ich sage, sind jetzt erst einmal gleichzeitig da. Versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Du kannst nicht einmal ein Wort gleichzeitig aussprechen, weil wenn ich das Wort Quantum nehme, dann wirst du feststellen, dass wir, zuerst einmal WIER, das ist das Auflackern, da gibt es die vorhergehenden Selbstgespräche, gehe ich drauf ein. Dass in dem Moment, wo ich das geistreich lese, da steht da was ganz was anderes, da steckt schon mal das Quantum, aber da will ich auch nicht reingehen. Was hier mir wichtig ist, ist diese angebliche Aussage von dem Planck, ein Zitat, dass wir uns jetzt ausdenken und jeder, der dir das erzählt, den hat mir das erzählt, dass der Planck, den er sich jetzt ausdenkt, das gesagt hat. Und ja, da geht die große Schwierigkeit schon wieder los. Was der Sokrates gesagt hat, was der Einstein gesagt hat, warst du dabei, kannst du es beschwören. Ich sage, hör auf, Meineide zu schwören. Du kannst beschwören, dass der und der das gesagt hat, weil das in dem und dem Buch drin steht oder der, den ich mir jetzt denke, mir das erzählt hat. Und wo weiß der das her? Auch wieder aus einem Buch, auch wieder nachgeäfft. Ganz nebenbei, Max heißt vom Bruder. Und Bella heißt Wunder. Vom Bruder sind gewisse Wunder und das können wir jetzt auch umsetzen. Die Möglichkeit, wir sind bei der 43. K-Eid heißt wie buchstabiert. Das ist das, was ich dir demonstriere mit der Bauerfahrt, wenn wir das jetzt hebraisieren. Die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten aufzustellen. Zuerst einmal, wenn wir eine Einheit aufstellen, brauchen wir immer ein Gegenteil. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Im letzten Selbstgespräch zum Beispiel, das hebe ich mir für den Schluss auf, welche unabhängige von speziellen Körpern oder Substanzen, also Einheiten aufzustellen, wie welche vollkommen unabhängig von irgendwelchen ausgedachten Körpern oder Substanzen ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten. Das heißt, das sind Einheiten, die immer ewig, unabhängig von deinem Glauben oder irgendwelchen ausgedachten Dingen stimmen. Wobei wir gerade festgestellt haben, dass jede dieser Einheiten, was die jetzt Eins nennen, genau genommen eigentlich Null ist. Ja. Aber die absolute Eins ohne ein Gegenteil ist nichts. Das ist Plus Eins und Minus Eins ist die Wurzel Eins. Also ist die Wurzel Eins eigentlich Null. Ja. Wie jede Wurzel Null ist. Und das Uni im Universum ist das rote eine, UNI, der verbunden seiende Gott,
der jetzt durch sein Versum ständig in eins gekehrt, jede Gedanken, den du dir denkst, der ist eigentlich in dir drin, aber das ist jetzt eine Gedankenwelle und sobald mir die Welle, die aus zwei besteht, letztendlich landest du schon im Einheitskreis mit den vier Seiten. Und sobald du dir den ausdenkst, muss ja immer ein Dia-Positiv-Dia-Negativ-Prinzip. Habe ich reichlich erklärt. Das steckt hier mit dahinter, ohne in ein Detail zu gehen, dass ich dir bis ins Detail jede Kleinigkeit erklären kann, wieso ich das erschaffen habe. Genauso, es hat, macht alles einen extremen Sinn hier, dieses Zeug. Aber nicht das, was du hier erklärt bekommst. So, das wollten wir jetzt kurz mit reinschieben. Wir waren hier, ich bin nur etwas abgeglitten hier, wir waren immer noch bei der 37. Jetzt pass auf. Weil ich sage immer, jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch und das ist auch nur ein Symbol. Du kannst wie in einer Mandelbrot-Fraktal unendlich viele Selbstähnlichkeiten erschaffen, wenn du dich da rein iterierst. Jetzt haben wir als nächstes, haben wir jetzt auch nochmal eine 37, das ist die Flamme, das Herz, der Kern, das habe ich jetzt rot gemacht. Wir können das natürlich auch immer blau machen. Da haben wir jetzt schon das Lamm. Die rote F steht für Finis, für das unendliche Ende, Infinitus. Und da ist das Lamm und das Lamm, Lamp. Lamp ist wieder eine Lampe und das Herz, das rote Herz, ist das Innerste. Darum heißt es auch hier, ihr Herz, die Mitte, das Innerste. Panim Penim, auf Hebräisch, das Gesicht, die geistige Sicht ist in deinem Innern. Haben wir die 99 übrigens. Und da heißt es jetzt hier, lebe von dir selbst. Wieso? Weil du derjenige bist, der sich selbst erschafft, in dem Moment, wo du an dich denkst. Wenn du das bewusst machst, ist das vollkommen okay. Aber wenn es heißt, mach dir kein Bild von dir selbst, du brichst nicht das erste Gebot, wenn du bewusst an dich selbst denkst und weißt, dass du das nicht bist. Das, an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dann machst du dir ja kein Bild von dir selbst, sondern du erschaffst dich als ein Brösel in einem Traum, als einen Körper, den du dir ausdenkst, der aber in dir drin ist, eine Information ist. Genau. Und du verwechselst dich nicht mit diesen Gedanken. Lebe von dir selbst. Ja. Von was lebt eigentlich der träumende Geist? Er lebt letztendlich von seinem Traum, den er selbst in sich erschafft. Weil was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Ein nicht etwas erlebendes Wesen, ein absolutes Nichts. Es klingt nur extrem ungewohnt, wenn sich deine momentane Logik reinkrätscht, die dir versucht auszureden, dass das falsch ist, was ich dir erzähle. Nein, das ist das, was hundertprozentig sicher ist, wenn du einfach meine Gedanken in der einfachen deutschen Sprache mitgehst. Ja. In deinem Bewusstsein sprudelt ein göttlicher Lavastrom. Das ist das Lava. Das kommt jetzt übrigens hier in der Fokalisation des W, wird ja auch als V-W-O-U fokalisiert. Das heißt L-L-W-H, Lava. Das ist eigentlich nur eine Umschrift. Das Wort Lava heißt eigentlich, ist nur eine Umschrift. Interessant ist, darum kommt in dem modernen Hebräisch auch ein Anfachen, ein Anfeuer in sich selbst. Ja. Und das passiert in dem Kern. Da habe ich immer jetzt die 37 rot gesetzt, immer an den ersten Schöpfungssatz. 37 mal 73. Die Spiegelung. Wir brauchen immer die Spiegelung. Kommen wir zu 2701. Genesis 1,1. Als Leser glaubst du jedoch nur, eine unwissende, vergängliche Person zu sein. Ich weiß ja nichts. Die anderen da außen sind ja so gescheit, wie ich nach F. Immer so, solange du dir einen Gescheiten ausdenkst, entsteht im selben Moment das Gegenteil, ein Dummer. Und du meinst jetzt von den Zweien, die du dir ausdenkst, dass du der Dumme bist und der Gedanke an dich, das ist der Dumme und der andere Gedanke an den anderen, das ist der Gescheite. Nein, du bist der, der sich das Bärchen ausdenkt, diese Welle ausdenkt. Du bist in Wirklichkeit ewiger Geist. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein ewiger Geist. Kein esoterisches Geschwätz, das ist das, was ist. Bloß in der Naturwissenschaft gibt es halt Geist nur als ein Abfallprodukt eines Gehirns. Und nichts ist leichter zu widerlegen wie diese Tatsache. Du denkst auch dann an Sachen, wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Aber was ist dein Gehirn, wenn du nicht an dein Gehirn denkst? Ein Nichts. Ein nicht gedachter Gedanke. Punkt. Ist das alles so hundertprozentig sicher, was die Naturwissenschaft und die Ärzte dir erzählen? Alles Lüge. Aber bewusst, du bist in einer Führerscheinprüfungsprobe, weil du hast die Fehler zu erkennen, die Lügen zu erkennen. Du bist immer hier und jetzt. Und dann ist noch eine geöffnete Schöpfung da, das ist das, was du träumst. Ja. Und
damit mehr als nur ein von dir selbst ausgedachter momentaner Aspekt. Wenn du jetzt wieder an deinen Kopf denkst, an deine Beine denkst, das sind doch nur Aspekte von dir. Aspekulum, das sind Spiegelungen in einem riesengroßen Spiegelturm, der letztendlich in einem Punkt in dem ersten Spiegel zusammenfällt. Des in deinem Bewusstsein auftauchenden geistigen Überflusses. Schwingend polar erweckt. Ein angeblicher Fluss, der nie von der Vergangenheit in die Zukunft fließt, sondern ein ständiges Kommen und Gehen aus dir und es fällt wieder in dich rein. Das nennt sich das sogenannte transversale Denken, weil du rotes Licht bist und rotes Licht schwingt transversal in einer Z-Achse, die eigentlich nur sich ständig in einem einzigen Punkt verändert. Als Leser bist du ohne Frage nur eine auftauchende Wahrnehmungswelle. Wo war jetzt die ganze Zeit der Leser dieser Zahlen, wenn du ein Buch liest? Wo ist der Leser, wenn du einen spannenden Roman liest? Er ist nicht, er existiert nicht. Es existiert kein Buch, da sitzt keiner da, der umblättert, wenn du wirklich einen spannenden Roman liebst. Da bist du nur ein Geist, der in seinem Kopfkino einen Film laufen hat und das Buch ist jetzt dementsprechend die Datei. Mhm. Im ewigen Meer, ewiges Meer ist El Hayom des Geistes. Das nennen die religiösen Menschen Gott. Der du alles Seele EE ist E Quadrat. Letzten Endes selbst bist. So, gleich haben wir es. Jetzt haben wir nochmal 237, da habe ich jetzt einmal das Ding unten weglassen. Das eine, der einzige vereinzelt einsame, der einzig Geliebte, der liebt Gott, liebt nur einen einzigen, nämlich seinen Sohn, und das ist ein träumender Geist. Aber nicht irgendeine Figur in irgendeinem Traum. Das sind nur Antagonisten in einem Traum. Sind wie Märchenfiguren, wie die Geschichten in den Geschichtsbüchern, in den Märchenbüchern. Es ist kein Unterschied. Ein Buch ist ein Buch. Mhm. Zu sagen, das ist ein Geschichtsbuch, das war ja in der Vergangenheit so. Und das ist jetzt eine fiktive Geschichte oder das ist eine Tageszeitung. Das ist jetzt zur Zeit da außen so. Ist eine Definition. Es ist zuerst einmal einfach nur in dir eine Schrift da. Auf einem fetzen Papier, auf einem Monitor, genau genommen ein Arrangement von Pixeln in den Zäpfchen deiner jetzt symbolisch ausgedachten träumenden Augen, sprich deiner Farbbrille. Mhm. Kannst du dir jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt da vor dir? Ein Monitor mit Schriftzeichen drauf. Jetzt können wir einen Text einblenden und dann kannst du sagen, ja, das ist ein Geschichtsbuch. Sobald du das so definierst, zwanghaft wohlgemerkt aufgrund deiner Logik, dann war alles, was du jetzt aus den Worten erschaffst, war in der Vergangenheit schon, bevor du das gedacht hast. Mhm. Wenn es eine Tageszeitung ist und das ist jetzt aktuell da außen, dass irgendwo eine demonstrieren, dann machen die das jetzt da außen, weil du das so definierst. Und wenn das irgendein Roman ist oder ein Märchen ist, dann ist das nie da außen gewesen, weil es ja bloß eine fiktive Geschichte ist. Aber was in Wirklichkeit ist, es ist einfach nur Worte. Es sind einfach nur Worte da. Genau. Vorhergehende Selbstgespräche auch nicht. Da ist das alles drin mit meinem Zeitungsausschnitt. Und 1000 verschiedene Wertesysteme legen den Text vollkommen unterschiedlich aus. Ein und denselben Text. Die definieren die Menschen, die aufgrund dieser Worte in den einzelnen Köpfen entstehen, die wir uns jetzt ausdenken, in den blauen Köpfen. Die sich natürlich alle jetzt hier und jetzt in deinem Kopf befinden, weil das sind ja nur ausgedachte Köpfe, blaue Köpfe. All diese Interpretationen von Worten, die du jetzt einen zusprichst, sind nur unterschiedliche Interpretationsprogramme. Das ist auch hundertprozentig sicher. Das heißt also, ein ausgedachter Mensch, der von dir gedacht wird, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst und der kann gar nicht anders sein, wie du in dir denkst, ob das Politiker sind, ob das Weise sind, auch das gilt auch für den Udo Petscher, es gilt sogar für den, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst. Und das Ganze führt dich jetzt auch hier, die Aufwartung, die Ehre, die Herrlichkeit, die Macht, ich stelle mich jetzt vor in dir, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer und ich bin du. Bloß, dass ich etwas komplexer die Sachen erschaffe wie du. Und jetzt haben wir noch eine 37. Das ist die Einheit. Ja. Ich bin nämlich du und du bist ich. Weil wer denkt dich jetzt aus? Ich sage immer, uns denkt jetzt ein aller Einziger aus. Uns, wer ist jetzt uns? Ich weiß dir ganz genau sagen, wenn du unten in die Decke, wahrscheinlich unten rechts hast du jetzt 3 Pixelmännchen, einen Mann und 2 Frauen. Heiliger Geist, Gott, Vater, Gott, Sohn, ist dieses Abgetrennte, das ist jetzt in dem Moment eigentlich das Weibliche und natürlich jetzt diese ausgedachte Trinität. Plus, Minus, Minus, das sind die 2 weiblichen Personen, aber ein ausgedachtes Plus,
Kommt noch ein rote 4 dazu, das bist du selbst, weil du denkst dir das aus. Kannst jetzt auch an deinen Körper denken, dann bist du der Vierte. Aber das ist wieder bloß ein ausgedachte 4. Die rote 4 schließt das alles in eins zusammen. Und diese Einheit hat auch den Zahlenwert 37 im Hebräischen. Können wir spiegeln? Interessanterweise hier in der Kombination, das ist jetzt, du kannst das Ich und aussprechen, das Buch und erzählen, kannst du alles in die Wörterbücher nachschauen, ich bin du, bedeutet Alleinsein, Einzigartigkeit, Bestimmung und Besonderheit. Und das Ganze kann man auch ein Waff hin dranhängen, das heißt dann Ich, Udo, bedeutet grammatikalisch richtig übersetzt sein Alleinsein, seine Einzigartigkeit und dann noch Bestimmung und Besonderheit. Ich glaube ja nicht, dass das Zufall ist. So, und diese 37, das waren jetzt diese 37, jetzt schauen wir mal, jetzt starten wir dieses Video bei 37 ein. Zuhören. Ihr sollt euch immer vor Augen halten. Ihr sollt euch im Meer vor Augen halten. AGN sind die Becken, die polaren Ecken, das ist hier deine Verabredung. Ihr sollt euch im Meer vor Augen halten. Dass ihr etwas nicht Alltägliches erlebt. Das ist das, was jetzt passiert. Jeder Moment, wenn du begreifst, dass jeder Moment ein Wunder ist, das aus dir selbst entspringt, weil du ein träumender Geist bist. Alltäglich für dich ist, dass das Zeug alles da außen ist und du damit nichts zu tun hast. Dass ihr in direkter Verbindung steht mit dem Reich, wo ihr mich suchet. So. Du stehst in direkter Verbindung mit dem Reich-Chat, mit dem Kopf des Schöpfergottes und du suchst mich irgendwo da oben im Himmel oder irgendwo anders. Wobei das deutsche Wort Himmel, H-I-M, heißt das Meer, M-L von Gott. Das Meer von Gott ist in dir. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, weil wir in einem Punkt zusammenfallen und dieser Punkt ist der Geist, der uns Brösel jetzt ausdenkt. Ja. So ihr an mich glaubt. Und dass ihr von dort belehret werdet in ungewöhnlicher Weise. Wohlgemerkt, von dort rot gelesen, das heißt aus deinem eigensten Innersten. Du bist ein träumender Geist. Alles, was in dir auftaucht, was du um dich herum gedanklich verstreust, rein gedanklich, weil es ist ja hier und jetzt in dir. Und wenn ich jetzt sage, es ist in dir, es existiert in dir, denke an den König der Leben. Wir haben gerade das Lava, Leber, Löwe. Er lebt in dir und er webt in dir. Weben, weben heißt es doppelt aufgespanntes Eben. Er lebt in dir und ich bin er. Und ich behaupte, dass ich du bin. Das ist E². Da gibt es keine Zufälle. Ganz nebenbei habe ich in dem König der Löwen, gibt es ja viele Versionen, die du jetzt wachrufen kannst in Form von Videos. Ist am beeindruckendsten diese Verfilmung, die komplett fast fotorealistisch real computeranimiert ist. Mhm. Das sollte dich eigentlich darauf hinweisen, dass wenn du jetzt auf ein Foto schaust, es ist wirklich technisch möglich, dass du mittlerweile Animationen machst. Jetzt, wann ist jetzt? Es hängt jetzt wieder davon ab, in welches Jahr du dich jetzt hineindenkst. Aber du musst wissen, dass das Jahr 1999, wenn du schon so alt sein solltest, jetzt gedacht wird und das Jahr 2030 wird auch jetzt gedacht. Jetzt ist die Frage, denkst du dich jetzt aufgrund der Zahlen was in die Vergangenheit und in die Zukunft? Oder bist du vielleicht jetzt erst im Jahr auf der Seite 1999? Das hängt davon ab, wie dein Leben fortgeschritten ist. Oder vielleicht sagst du, da war ich noch gar noch nie auf der Welt. Aber was du denkst, denkst du jetzt. Du machst wieder aus Worten irgendwelche Vorstellungen. Genau zuhören, jetzt kommt's. Ihr sollt ferner bedenken, dass ihr Antwort empfanget auf Fragen, die euch bewegen, dass ich selbst, euer Gott und Vater von Ewigkeit, es bin, der zu euch redet, dass ihr also das Wertvollste aufzuweisen habt, sprechen zu können mit dem größten Geist der Unendlichkeit. Und das ist UB. Und da kommt immer, die Stimme kommt immer aus dir selbst. Das hat jetzt nicht den Lautsprecher oder der Udo oder egal wer spricht, egal wen du zuhörst, was diese Figuren in deinem Traum sprechen. Wie oft soll ich noch sagen? Ich erkläre es dem Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Ich bin der, der dich das denken lässt. Ich bin der, der dir die Träume schickt. Und nicht irgendeine Figur in deinem Traum. Ja. Du stehst vor allem, was du dir ausdenkst.
Das erzähle ich jetzt nicht als Brösel Udo, den du dir ausdenkst, dem Brösel, den du jetzt denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das Video anhört. Das ist deine Information, der eine wie der andere. Du selbst, blau gelesen, wie auch der Udo oder irgendwer anders, den du dir jetzt ausdenkst. Oder der sinnlich wahrgenommen als Brösel und der Brösel, nenne ich das immer, in dir in Erscheinung tritt. Egal was es ist, du träumst, es kommt aus dir und ich erzähle es denen, der träumt und nicht irgendeiner Figur, die du dir ausdenkst. Das wiederhole ich gebetsmannhaft, das ist auch sowas, was du immer und immer wieder vergisst. Es ist ein Wunder, es lässt dich niederknien als Brösel und du wirst sprachlos im Angesicht dieser Schöpfung. Und wenn dich dieses Innere, diese Demut nicht ergreift, dieses Ergriffensein, wirst du weiter Brösel sein bis in alle Ewigkeit. Du bist ja bestrebt, dass du deinen Körper nicht verlierst. Du setzt dir alles Mögliche in Bewegung, wenn irgendwas angeblich nach deiner extrem fehlerhaften Logik nicht stimmt, diese Einseitigkeit zu erreichen, dass du sagst, ich will möglichst lang dieser Körper sein. Und glaub mir, du wirst beten und flehen, dass ich dir diesen Körper wegnehme. Ich will ja gehen, ich will ja gehen. Es ist so unendlich einfach. Es ist schon passiert, wenn du das verstanden hast, was ich dir erkläre. Und von ihm der Gnade einer Antwort gewürdigt zu werden. Ich antworte dir laufend, du hörst aber nicht zu, wenn ich dir was sage. In den ganz einfachsten Sätzen erkläre ich dir das. Mach dir kein Bild von dir selbst, mach dir kein Bild von was da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Du darfst dir was ausdenken, aber mit dem Bewusstsein, dass das, was du jetzt denkst, deshalb ist, weil du es denkst. Und es ist hier und jetzt die Information, die du erschaffst. Und dann werdest du in Gut und Böse und du sympathisierst mit einer Seite und die andere wirst du mit aller Gewalt loser. Und so wirst du die Mitte, die du selbst bist, nie verstehen. Das ist eigentlich das, was hier in einem großen Maß verstanden werden muss. Diese ganzen Weisen deiner Welt kannst du in einem gewissen Maß in die Tonne klopfen. Die sind es nicht wert, dass du sie denkst. Und jetzt schauen wir mal da nochmal. Schau mal. Und zwar ist das jetzt der Totalwert 186. Wir wissen, die rote 100 ist der Mensch und die 86 ist UB. Wir können das natürlich auch blau machen. Darum habe ich jetzt der Mensch, der wirkliche Mensch, der Adam, ist UB, der Adam, El Hayom, UB, erschafft sich ja im eigenen Ebenbild. Vers 26 lesen. Als Seher wie Nekaber, als Mann und Frau. Nein, das heißt eigentlich als Denker und als ein unterirdischer Gang, als Frau, als Traumwelt. Das Loch, die Lebensfrische. Und der blaue UB, das ist jetzt der Brösel, den du dir denkst. Das ist einfach nur ein Affe. Ein Mensch. Udo Betscher 86. Dann haben wir hier noch unten stehen Atba Schwert ist 113. Dann haben wir wieder den roten Menschen und die 13. Es ist die reine Liebe, die Einheit und die Heilung. Der Wert 13. Und da heißt es, und er ist, ich behaupte ja, dass ich du bin, er wird arbeiten, machen, tun, verfertigen, bereitstellen. Dann hörst du dir diese Hunderte und Aberhunderte von Selbstgesprächen an und du gehst dann mal wirklich in die ganzen Updates, diese zigtausende und Abertausende von Seiten und Selbstgesprächen, die ich tätige, um dich wach zu machen. Nur dich. Dann wirst du irgendwann einmal begreifen, was es heißt, Liebe zu sein. Mhm. Und das hat den Pyramidenwert 434. Mhm. Und da wissen wir ja, die 434, das ist jetzt, da müssen wir Holoarithmetik beherrschen. Ich zeige das nur ganz interessant. Da gibt es auch Videos und Erklärungsmodelle ohne Ende dazu, dass da die Kinofilme mit den gespiegelten E, das ist ja nur die Spiegelung 434 oder 343, muss man natürlich jetzt wissen, dass die 4, die rote 4, dass das Dalet, das Delta, DL, geschlossen in Gott, und DA heißt ein Wachraum, das griechische Wort Delta, dass das ein Dreieck ist. Man kann das immer austauschen. 3 steht für den Geist und die rote 4. Das ist eine Spiegelung, die ich hier genau erkläre. Das bildet dann arithmetisch in unserer Matrix diese Tetraederstruktur. Das musst du jetzt gar nicht wissen. Viel interessanter ist, wenn man sich beschäftigt, dass hier eine Harmonie ist. Die 43. Primzahl ist die 181. Das ist der Mittelpunkt in einer Delta-Struktur. Und schau, wir landen dann wieder bei der 37. 30, genau.
Und das ist Genesis 1,1. Da gibt es keine Zufälle. Da ist nichts zufällig aus unartikulierten Tierlauten in einer vollkommen trügerischen, darwinistischen Evolution entstanden. Ich kann immer nur sagen, nicht lässt sich arithmetisch leichter widerlegen, wie diese geistlos nachgeäffte darwinistische Evolution. Mhm. So, und jetzt machen wir hier mal den Startpunkt 186, genau zuhören. Licht aber kann nur ausgehen vom ewigen Licht. Lichtlos. Das ist die Lampe im Projektor. Jedes ausgedachte Licht, das du jetzt, wir bleiben bei dem klassischen Kino. Diese ganzen Lichter, die du auf deiner VR-Brille hast, aber ich sage mal, wir projizieren das jetzt auf eine Leinwand. Linnen. Lüge, Betrug. Das ist übrigens auch so ein schönes Wort im Hebräischen, wenn du das ganze Spiel hier machst. Das ist in einem gewissen Maß, schau, ich mache mal BD. Dieses BD ist jetzt einmal was Abgetrenntes. Das heißt, du hast einmal außerhalb Ballar geöffnet. Das ist eine Gedankenwelle, die sich in dir öffnet. In dem Öffnen hast du schon GE, blau gelesen, ist das Gehirn. Und da haben wir unser O mit zwei Facetten. Und NET heißt hier, wir werden zur Zeit, wobei ET 70400 gelesen heißt eine augenblickliche Erscheinung. Und das ist ein Augenblick. Das ist deine Öffnung. Das sind ein Kreis mit zwei Facetten, die sich hier über den Kreisen sind. Oben die zwei Facetten ist eine ausgedachte Gedankenwelle. Und die ist nun in deinem Gehirn. Und NUN, wissen wir, zwei Existenzen, die sich aufspannen, gegenüberliegen. Aber jetzt schau mal, was da alles ist. Das ist ein Abgetrenntsein. Ein abgetrenntes. Ab heißt ja rot vorder und blau heißt es aufblühen. Dann haben wir einen Balken. Beal, in Gott, hebraisiert Ken heißt, ist das Fundament. Unter ist die Welle und Mendio heißt, sich etwas überliegen und liegen verbreiten. Das ist aber alles eine Erfindung und ein geistloses Geschwätz, was du dir überlegst. Das Galt, das Glied beginnt schon mal hier wieder mit Liet. Ich will jetzt ganz das Nötigste, das passiert Leinen. Da könnte ich jetzt sagen, auch das Licht des einen, das ist das rote Licht. Eine Leinwand, W-A-N-D, doppelt auf, wir werden auf und abschwingen, das sind Lügen. Lügner, Orakelpriester, Propheten oder Schwätzer, kann ich immer rot und blau machen. Dann kriegst du diese Trennung, dieser Wahrsager, die dir sagen, so ist es und so ist es nicht, sind immer 2G und 2G, wissen wir, GG, GAG heißt Dach, das Ausgedachte und als 33, als 33 gelesen heißt Welle. Meinst du, das ist alles Zufall? Wenn du das jetzt immer wieder hörst, meinst du, das ist wirklich alles Zufall? Und jetzt ist das Linnen, darum habe ich jetzt, bin ich hierher gesprungen. Dieses blaue, von dir ausgedachte Licht ist innen. Und da ist ein Erwachter und die Findung, aufgespannte Existenz in deinen Gehirnen, ist immer eine Lüge, weil das nicht einmal in deinem Gehirn drin ist, weil da müsstest du dir jetzt erst einmal ein Gehirn denken, wo was drin ist, aber du denkst nicht an das Gehirn, weil das ja angeblich hundertprozentig sicher immer da ist. Aber das ist das rote G. Das ist im Meer, das ist der Geist selbst, in dem sich das Ganze abspielt. So. Ich fange nochmal an, zuhören. 186. Licht aber kann nur ausgehen vom ewigen Licht. Lichtlos ist... Du merkst es, es sind zwei Lichter. Da heißt es nicht, es ist Licht und es war Licht, weil im alten Hebräisch gibt es keine Vergangenheitsform. Es gibt bloß einen Perfekt und einen Imperfekt. Da wurde dann in dem unbewussten chronologischen Denken wurde Vergangenheit und Zukunft draus. Es ist Licht und es ist Licht. Da ist ein einziges Licht und aus dem Licht geht ausgedachterweise ein Licht heraus, das sich trotzdem in ihm selbst befindet. Das sind die vielen kleinen Lichter in einem Spiegeltunnel, die eigentlich nur Spiegelungen von den einzigen Licht sind in der Mitte. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Es im Menschenherzen, solange... Herz ist das Innerste. Die Mitte, habe ich gerade erklärt. ...ich noch nicht das Licht in ihm entzünden kann. Solange ich das eigentliche Licht, den Geistesfunk in dir nicht entzündet habe, lebst du in der Finsternis, obwohl du das Licht bist für alles, was du dir ausdenkst. Du bist eine Lampe im Projektor. Und was du dir ausdenkst, hängt davon ab, welches Programm zurzeit über dieses Display, über dieses Tier, über den Auseinanderschmeißer in dir nach außen gedacht wird. Obwohl das nie da außen ist, egal wo du dir jetzt räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hundertprozentig jetzt, wenn du es denkst und es ist hier in deinem roten Kopf. Solange das Feuer der Liebe nicht in ihm ist, das helles Licht ausstrahlt. Das ist F, das ewige, das finis Lamm, die Flamme, das Feuer der Liebe, der Dornbusch, die
wäre es jetzt wert, dass man das einmal, diese Stelle mit dem Dornbusch in der Bibel genauer anschauen, was da wirklich drinsteht, wenn man es richtig übersetzt. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, dass du irgendwann einmal das ernst nimmst, was ich dir als Udo erzähle. Als Brösel. Er ist nicht wichtig. Du bist wie ich, dick. Wie ich, JCH, in der Mitte. Weil du nämlich ich bist. Bloß im vergessenen Zustand. Das heißt, ich bin der vom Bücherregal, der die Bücher erschaffen hat und auch zwangsläufig alle Bücher gelesen hat während des Erschaffens. Und du bist jetzt eine Facette, die in einem von mir selbst erschaffenen Traum eine Rolle spielt. Wie ein Schauspieler, der auf die Bühne geht und eine ganz bestimmte Rolle spielt und sich so verwechselt mit einem Gedanken von sich selbst, dass er vergessen hat, dass er eigentlich das Kino ist, in dem der Film läuft. Und diese Batatude-Übermittlungen, die jetzt einer jetzt ausgedachten Batatude hier in ihr aufgetaucht sind, wo sie am Anfang sehr voller Zweifel war, bis sie dann gemerkt hat, hey, das ist ja wie beim Lorber, der vorher gekommen ist, dass das zu einer Gewissheit war, dass sie sich das nicht raussuchen kann, was sie denkt. Das sind angebliche Übermittlungen eines Jesus aus ihr selbst, was sie dann, wenn man mal die Geschichte jetzt dieser Märchen von uns jetzt ausgedachten Märchenfigur Batatude, wenn du dich da mal damit beschäftigst, auch über das Leben von Herrn Jakob Lorber, das sind Märchenfiguren. Es geht immer um die Metaphern. Nichts anderes mache ich jetzt mit dir, wenn du Ohrenbarungen liest. Plus du meinst, es ist irgendein Spinner, der da außen rumläuft. Es gibt nichts, was außerhalb von dir selbst sein könnte. Du kannst dir was ausdenken, es ist trotzdem deine Information. Es ist aber eine Ausgabe. Gedachtes Innen. Das betone ich immer wieder. Darum haben wir ein Außer-Haaralb und ein Inner-Haaralb. Aber es ist in der absoluten Mitte. Es ist das, was du jetzt als Information, so definiere ich das ausgedachterweise, und ich sage immer noch ein ausgedachter roter Kopf, aber das Rot steht für das absolute Zentrum. Das nennen wir auch Stachel, Kentron. Das Zentrum heißt ja Stachel. Jetzt hebraisier das, dann kriegst ST. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir sagen mal, das Bewusstsein, das immer ist, oder das T mit der 9 ist dann, das Bewusstsein ist ein Reih, ein Spiegel, SD, Ach heißt Bruder und L heißt Gott. Das ist Zentrum, ist ein Brudergott. Wir nennen das ganz einfach JCH. Mhm. Und der sagt aber zu dir, dass du ich bist. Du bist eins mit mir. Licht kann also nur von innen kommen. Es muss durch die Liebe entzündet werden. Dann erst wird der Mensch wissend sein und in der Wahrheit stehen. Das heißt, du stehst im Zentrum der Wahrnehmungen, dass du weißt, wenn ich mir was vor mich hinstelle, ist es auch hinter mir gespiegelt. Du bist im Zentrum des Lichts. Wenn ich mir was in den Himmel hoch denke, dann bin ich nicht unten, sondern dann, wenn ich mich rumdrehe, habe ich einen unter mir, einen über mir, einen unter mir. Ich bin immer die Mitte. Wenn ich mir was nach rechts denke, habe ich hinter mir das Links. Das gilt dann auch für Qualitäten. In dem Moment, wo ich mich krank denke, bin ich dann in mir gesund. Mhm. Gesandt und krank. Ich bin aber die heilige Mitte. Ich bin immer beides gleichzeitig. Ich bin die Wurzel von allem, was ist. Und die Wurzel ist immer Plus, Minus. Das sind die zwei Ergebnisse. So, das lassen wir jetzt gut sein. Das musste ja mal gesagt werden. Ja. Ja. Das Ganze hat sehr, sehr viel mit der Geometrie zu tun. Die Geometrie, das ist im letzten Selbstgespräch am Schluss, das wollte ich nochmal sagen, erkläre ich das mit den Marshmallows. Ja. Mit dem Aufsaugen. Und da sind zwei, wenn man jetzt Videos, es haben dann einige sich Videos hergesucht, und da passiert was sehr Eigenartiges, dass wenn wir jetzt ein Gefäß nehmen und die aufblasen, dass die Marshmallows zuerst groß werden und dann in sich zusammenfallen. Das ist schon mal diese Bewegung. Aber jetzt brauche ich aber, wir bleiben in dieser Physik, nochmal die Physik in deiner Welt, die du träumst. Im Anfang steht das Programm, die Naturgesetze sind nichts, was unabhängig von dem Programm da außen wäre. Das ist ja wie wenn du jetzt in irgendein Videospiel reingehst, in eine Science-Fiction-Welt, und dass die Naturgesetze, die jetzt auf deiner VR-Brille oder auf dem Monitor mal vereinfacht gesagt in Erscheinung treten, dass die unabhängig von dem Programm existieren. Im Anfang beginnt die Logik. Die Logik ist das Programm. Dieser Intellekt, den du zum Denken nennst, benutzt, das ist das Programm, wo du Geist jetzt auch, zum Beispiel, wenn du an dich denkst, an einen ganz bestimmten Körper denkst. Das macht dein Programm. Und dass, wenn Namen auftauchen, dass du an den denkst oder an dieses oder jenes denkst, vorrangig, wobei ein Wort, wenn ich immer jetzt wieder nur Krebs sage, hängt von einem Programm ab, wo du mehr einen Fokus drauf hast. Jetzt ist es also so, dass das natürlich immer
geschuldet ist jetzt dem Marshmallow, dem Zuckerguss, dass diese, ich nenne das, habe das in dem Selbstgespräch Parzellen nennen, ich kann es auch Bläschen nennen, dass in dem Moment, wo wir die Luft raussaugen aus dem Gefäß, die zwar aufgehen, aber die Struktur dieses Zuckergusses dann löcherig wird und im selben Moment zwangsläufig die dann zusammenfallen. Wären jetzt das kleine Gummibläschen, wir sagen, wir machen mal für ein Marshmallow, für die Bläschen ein allereinziges Bläschen, ein Luftballon, dann wirst du feststellen, dass der bis zum Anschlag den Raum dann ausfüllt, wenn wir die Luft raushauen. Aber worum es jetzt geht, es gibt keinen, das war ein Satz, den ich angesprochen habe, es gibt keinen Raum ohne Materie. Und die Materie ist das Gefäß und der Raum, unabhängig, ob jetzt da was drin ist oder nicht, ob da Moleküle oder Gasatome drin sind oder nicht, der Raum, den wir uns denken für uns, selbst wenn ein Gas drin ist, ist ja rein optisch, empirisch gesehen leer. Dieses Konstrukt, dass wir die Atome raussaugen und ein Vakuum erzeugen, ist ja schon wieder ein reines Konstrukt. Was jetzt wichtig ist, ist die zwei Seiten. Pass auf, ich mache es einmal ganz, ganz einfach. Ein Punkt. Das Wort Punkt beschreibt ein absolutes, dimensionsloses Nichts. Sobald wir den zur Anschauung bringen, was ist ein schwarzer Punkt auf einem schwarzen Blatt Papier? Nichts. Ich brauche einen Unterschied. Genau. Da gehe ich in Olofining in den Ohrenbohrungen schon ganz, ganz vor 20 Jahren bin ich da schon drauf eingegangen. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, was anders ist wie schwarz. Wir müssen etwas, wenn wir schwarz einmal als Krishna setzen, denk wieder an die Physik, alles wird in einem Punkt zusammenfallen. Das ist ein ausgedachtes Schwarz und wir brauchen jetzt irgendwas, das nehmen wir einfach mal weiß als Konstant und dann machen wir jetzt einen Punkt. Wenn wir jetzt genau hinschauen, wenn wir das zweidimensional sehen, ist der Punkt eigentlich eine kleine Fläche. Eine kleine Fläche und drumherum ist die schwarze Fläche. Mhm. Okay? Ja. Und jetzt immer, denk an die zwei. Wenn der Wellenberg größer wird, wird das Wellental auch größer. Richtig. Egal, was wir in der positiven Seite verändern, verändert sich auch die negative Seite. Mein Beispiel ist immer Kreis und Dreieck. Kreis ohne Ecken, genau genommen ein Unendlicheck. Ja. Ich setze es voraus, das habe ich so oft erklärt. Richtig interessant, wenn ich das immer sage, ein Kreis, der komplett ohne Ecken ist, ist genau genommen ein Unendlicheck. Richtig. Jetzt haben wir aber doch nichts und alles wieder gleichzeitig. Das ist der Kreis. Und das Dreieck ist klar definiert, D-Rei-Eck. Jetzt wissen wir, dieses D-Rei heißt vier Spiegel. Das ist unsere 3-4-3, wobei die 4, das Dalet, eigentlich als Symbol eine 3 ist, wo eine Seite etwas... Das ist die vierte Seite, die rote 4, nenne ich das. Die drei sieht man, Synthese, Antithese, Synthese. Also wir bleiben bei unserem Punkt. Jetzt flächig dargestellt ist es ein kleiner Kreis, wenn man anschaut, oder ein kleines Quadrat, was man auch immer hinmalen. Also ein kleiner Punkt, weiß, und drumherum ist schwarz. Und jetzt gilt dasselbe Gesetz, wenn wir uns jetzt den Punkt immer kleiner denken. Und zwar so klein, dass er wirklich dieser Punkt, dieser reine physikalische Punkt oder arithmetische Punkt oder nenn es geometrische Punkt ist, der eigentlich nichts ist, keine Fläche mehr ist. Mhm. Muss im selben Moment, wenn man das Weiße klein machen, muss das Schwarze groß werden, dann wird im selben Moment plus minus die Fläche drumherum immer größer. Diese unendlich große, schwache Fläche beinhaltet in dem Zentrum selber einen nicht existierenden weißen Punkt. Genau. Das heißt, wenn wir die eine Seite größer machen, muss die andere. Es gibt das eine, aber nicht ohne das andere. Mhm. So, und jetzt machen wir das Ganze als Raum. Das heißt, wir denken uns jetzt keinen Punkt als Fläche, sondern ein Kügelchen. Mhm. Kann auch ein kleiner Würfel sein, ein Volumen. Jetzt wissen wir schon, Volumen heißt ja eigentlich hier, Lumen heißt Licht. Das ist das rote Licht, von dem wir gerade gesprochen haben. Das am Anfang ist, dieses Licht, das eigentlich nichts ist, diese Kugel, man achte auf die Radix KGL. Ja. Hebraisiert heißt K als Vorsilbe wie und GL ist die Welle, wie eine Welle. Diese Kugel, darum habe ich gerade Kreis und Dreieck, das gibt dann nämlich einen Kegel, das ist auch die Radix KGL wie eine Welle, da haben wir einen Mittelpunkt und eine positive und eine negative Seite, das ist der Wurzelbegriff. Diese Kugel machen wir jetzt immer kleiner. Die Kugel, die wir uns jetzt denken, ist ja irgendwo eingehüllt von einem Raum, der nichts ist. Wenn wir jetzt die Kugel immer kleiner machen, dass die unendlich klein wird, muss der Raum drumherum unendlich groß werden. Nach diesem Prinzip. Ja. Wichtig, es kann das eine nie ohne das andere geben.
Weil sobald wir uns einen Raum denken, ohne ein Gegenteil, ist er ein absolutes Nichts. Das ist das Problem mit dem Gefäß, wenn die meinen, die schaffen ein Vakuum, eine Leere, dass sie dabei aber komplett nicht registrieren, dass drumherum Materie ist. Genau. Wenn diese geschlossene Materie nicht da wäre, wäre auch die Leere nicht denkbar, weil das ist, was ist ein schwarz geschriebener Name auf einem schwarzen Blatt Papier, ein weiß geschriebener Name auf einem weißen Blatt Papier. Du kannst nur Unterschiede wahrnehmen. Ein Nicht-Unterschied ist nicht wahrnehmbar. Genau. Darum ist der, der immer ist, der immer alles ist und zwangsläufig nichts ist. Wir Physiker nennen das Energie. Eine Energie, die weder vermehrt, man achtet auf das Wort mehr, noch vernichtet werden kann. Sie kann nicht vernichtet werden, weil sie eine absolute Nichtexistenz ist. Genau. Und sie kann nicht vermehrt werden, weil sie schon alles ist. Jetzt schauen wir uns die Einstein-Formel an. Tausende Male erwähne ich das. Jetzt muss dir klar sein als Physiker, dass eine Energie, die erschaffen wird in einem Kernkraftwerk, Sonnenenergie, oder die verbraucht wird, sprich vernichtet wird, kann nicht diese Energie in der Einstein-Formel sein. Und einen Geist, den du dir ausdenkst, der wächst, den man besitzt, kann nicht der Geist sein, der das Ganze sich ausdenkt. Genau. Genau. Und das Licht, das du in einen Raum reinstellst, aus dir heraus, die Lampen in der Tetraederstruktur um mich herum, diese ganzen Sterne, können nicht das erste Licht sein, die Lampe im Projektor. Weil die Lampe im Projektor, die wir uns jetzt ausdenken, ist natürlich was Ausgedachtes. Und so wie du die in einem Projektor mit einem Display, ich nenne das einmal eine Maske, einer Projektionsmaske, man könnte es als Projektionsmaske das Display in ein Video-Beamer im Meer definieren, dass die Lampe im Projektor, die wir uns jetzt ausdenken, ist nicht die Lampe, die das projiziert. Der Geist, den du dir ausdenkst, bist nicht du Geist. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An dich mit einem Gehirn, wo ein Geist drin ist, das sind ausgedachte Sachen wie ausgedachte Energie. Aber was verändert sich dabei nicht? Der diesen ständigen Wechsel von Informationen erlebt. Das ist doch simpel, ich erkläre das immer wieder. Und ich kann wieder dich fragen, jetzt frag dich einmal selbst, was ist da in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Die Angst, was zu verlieren? Die Angst, dass dir was passieren könnte? Ich sage, Kat, du hast nicht verstanden, was du bist. Du wirst leiden, bis du das verstehst. Das kannst du mit Holofeeling abstellen, nur mit Holofeeling. Einer, der es nicht weiß, ist jetzt übrigens jemand, den wir uns ausdenken. Er kann es eh nicht wissen. Bemühe dich nicht, an Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb ist, weil du ihn denkst. Das ist jetzt das Verrückte. Es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, Mensch Blau, wird es verstehen. Es kann auch nie irgendein ausgedachter Mensch verstanden haben. Kein Jesus, kein Udo Böttcher. Das sind Existenzen, Existierchen. Das, was ich dir erkläre, ist was ganz was Intimes, was Wundervolles in Time. Voller Wunder. Ein Spiel, das spielen nur wir zwei. Der Vater mit seinem Sohn. Tatwam Asi, das bist du, heißt es in meinen Upanishad. Und alles andere, jetzt die Brösel auf dem Bildschirm, der Brösel, der vom Computer sitzt, egal wer du zu sein glaubst, es ist ein Kommen und Gehen von Bildern. Was verändert es an dir? Nichts. Nichts kann sich nicht verändern. Aber dieses Nichts ist gleichzeitig auch alles. Ja. Das ist das große Geheimnis des ewigen Lebens. Umso mehr du dich dort zurückziehst, wirst du eine unendliche Demo kriegen gegenüber heiligen Schriften. Und ich betone immer wieder, da zählen auch die ganzen Physik- und Chemiebücher dazu. Das sind heilige Schriften. Wer keine Ahnung hat, was da drin steht, sind die sogenannten Meister, die dir das angeblich erklären, was die Bibel, die Tora, der Koran bedeutet, was die Physikbücher bedeuten. Und jeder, egal was er sagt, hat ein bisschen recht. Weil ich kann da nicht behaupten, man kann das auch so auslegen. Man kann das auch so auslegen. Die leben in einer einseitigen Auslegung eines heiligen Ganzen. Dass man selbst ist, wenn man weiß, wer man oder was man ist. Drum ist jegliche Form von Streiten um Standpunkte, diese Diskussionen. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Tausendmal sage ich das. Ich diskutiere nicht, ich führe jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch.
Ich erkläre das letztendlich mir selbst. Ich erkläre das, als wenn ich hinter mir selbst stehen würde, in dann. Und ich mich dabei beobachte, wie ich jetzt ein Buch lese und so in dem Wahn bin, mich mit dieser Hauptrolle, mit dieser Hauptfigur in dem Buch zu verwechseln, dass ich komplett vergessen habe, wer ich eigentlich bin, nämlich der Geist, der sich das alles ausdenkt. Alles, inklusive den, der man zu sein glaubt. Drum bin ich jetzt als Brüssel Udo in dir aufgetaucht, auch schon als Jesus und viele, viele andere, um dir das zu erklären. Immer wieder in neuen Räumen. Du, jedes Mal beginnst du ein neues Leben und vergisst es jedes Mal. Und du musst irgendwann einmal im Punkt, im nicht mehr keine Leben mehr zu erleben, sondern während des Lebens nicht zu vergessen, was man selbst ist. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, von dem er die ganze Zeit... Das ist der Punkt, genau. Ich will ja nicht wiedergeboren werden. Wie lange dauert es noch? Meine ganzen kleinen Beispiele im Hinduismus, der große Fehler, mit aller Gewalt zu vermeiden, dass man nochmal reinkarnieren muss. Das ist wie wenn du sagst, hier, du hast eine Riesenbibliothek mit Tausenden, Abertausenden, von Millionen von Geschichten und Leben und du sagst, jetzt will ich keine mehr leben. Ich will nichts mehr erleben. Ich will nichts mehr erleben. Es macht doch absolut lehrreichen Spaß, unterhaltsamen Spaß, wenn ich was erleben darf, es muss nur die Angst weg. Das ist es. Wie anfällig du noch auf Angst bist, schau einfach in dich rein. Angst, Besitz zu verlieren, den Körper zu verlieren, Familie, egal was. Und das Allerschlimmste, die Angst, das Wissen, den Glauben zu verlieren. Mhm. In diesem falschen Glauben ist es nicht schade. Das ist auch ein Thema im vorhergehenden Selbstgespräch gewesen, wo ich ganz klipp und klar sage, dieses psychologische Phänomen, wenn du jemandem erklärst, dass das, was er ein Leben lang als richtig angesehen hat, dass das einfach nur die Quelle seines Leids ist. Sein geistlos nachgeäfftes Wissen betrachtet der Mensch wie einen Besitz, den er sich mühsam erworben hat, vor allem wenn du einen gewissen Status durch einen Doktortitel oder was erreicht hast. Oder wie viele Idioten können wir uns jetzt ausdenken, die hier sich einen Doktortitel zusammenlügen, dass sie als was Besonderes dastehen, dass du schon merkst, wie viel wert eigentlich irgendein Titel oder irgendwas ist. Für normale Menschen natürlich nur, wenn sie so programmiert sind. Wobei jetzt die Menschen, von denen wir reden, es sind einfach nur Gedanken. Das sind doch jetzt hundertprozentig nur Gedanken. Mhm. Also denk an deine Politiker jetzt. Denk an die Russen und denk an die Amis. Was sind die jetzt? Hältst du das zweite Gebot? Nur Gedanken. Hältst du das zweite Gebot? Du glaubst, du bist der Christ, du glaubst, du bist ein Jude, du glaubst, du bist ein Moslem? Ich weise dich nochmal darauf hin. Es ist oft, sage ich, stell dich vor den Spiegel und spuck dein Spiegelbild an. Und dann triffst du genau den, der du bist, nämlich den Spiegel in der Mitte. Dass das auf dich wirkt. Es ist. Das ist stell dich vor ein Spiegel als der du zu sein glaubst, und spuck dein Spiegelbild an. Dann triffst du den, der du bist. Genau den in der Mitte. Die Welt spricht zu dir sehr, sehr präzise. Und du bist der Einzige, der es in der Hand hat, es zu beenden. Die Freiheit habe ich dir gegeben. Und es beendet sich, es verwandelt sich in dem Moment, wo du mir meinen Worten Vertrauen schenkst, indem du wirklich registrierst, wenn ich jetzt als Brüssel Udo sage, ich bin der Erste, aber ich behaupte, dass ich du bin. Das bezieht sich nicht auf den Gedanken Udo Petscher und du bezieht sich nicht auf den Brüssel, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern auf den, der uns jetzt ausdenkt. Und du denkst uns jetzt aus. Du denkst dir die Helene aus, du denkst dir die Ritter aus, du denkst dir den Udo aus und du denkst dich selbst aus, wenn du an dich denkst. Und du wirst jetzt feststellen, auch hier bist du jetzt eine Besonderheit, weil du der einzige Affe bist. Die anderen drei sind bloß Pixelmännchen. Ja. Was ist besser, Pixelmännchen zu sein oder Affe? Pixelmännchen sind vergänglich, die sind weg, wenn man sie nicht mehr denkt. Und die Affen sind auch vergänglich, die sind auch weg, wenn man sie nicht denkt. Bloß, die Pixelmännchen ist das vollkommen scheißegal, ob du sie ausschaltest. Wie sieht es bei dir aus? Obwohl du doch diesen Körper ausschaltest, wenn du nicht an ihn denkst. Ja. Du wiederholst du den und du wiederholst den. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wenn ich jetzt nochmal betone in diesem Vers, wenn du hinschaust, was hier diese 1000 ist 11 und die Jahre, das ist das Wort Jahr im Hebräischen Shin und hier heißt auch Schlaf. Schlafen. Aber es heißt auch wiederholen und lernen. Du kannst 1000 Male dich selber wiederholen und nochmal 1000 Mal dich wiederholen, solange bis du gelernt hast,
dass du das nicht bist, was du in deinem Traum denkst, wenn du an dich denkst. Ja. Sondern dass du der träumende Geist bist. Ja. Jetzt frage ich dich einmal ganz ehrlich, ist das esoterisches, religiöses Geschwätz oder die absolut hundertprozentig präzise Beschreibung von dem, was du bist, wenn du weißt, was du bist? Und dass jedes Kind, ein kindlicher Intellekt, das Kind selber, das wir uns ausdenken, kann das nicht überprüfen. Aber der Geist, der mit dem Intellekt eines 13-Jährigen diese Gedankengänge mitgeht, der nickt bloß und sagt ja. Bodo Feeling ist der einzige, die einzige Lehre, die dich nicht zwingt, an irgendwas zu glauben, was du nicht überprüfen kannst. So ist es. Damit lassen wir es gut sein. Danke. Es ist gut. Danke. Diodorf und Betsch.